Herzlich willkommen zurück in Assassin's Creed und in Krokopolis. Und ich war mal wieder äußerst exzessiv alleine unterwegs. Soll heißen, ich habe viel gespielt, ohne es aufzunehmen. Und zwar bin ich hier gestartet, habe hier Schätze geplündert, die Schnellreise entdeckt, den Schatz geplündert, den Schatz geplündert. Hier auf dem Meer Schätze geplündert, Schätze geplündert. Hier Schätze geplündert. Dann irgendwo an Land gegangen. Hier Schätze geplündert, an Land gegangen. Einen Steinkreis gemacht. Hier Weide, Schätze geplündert, entdeckt. Hier in der weißen Wüste habe ich massig Schätze geplündert. Wo war das denn? Ach ja, ein Steinkreis wieder noch geholt. Hier bin ich oft gestorben. Da waren zwei Level 40. Ich glaube, der Hauptmann war Level 40 rot und der Kommandant Level 40 rot. Und da... Pfuh. Ja, ein, zwei Schläge oder so ein Schlag und ich war tot bei den Typen. Seitdem ich halt jetzt diese Stärke der Gegenspieler so eingestellt habe. Ich kann ja noch mal kurz reingucken, dass ihr das noch mal seht. Hier unter Optionen, Gameplay, kann man hier die Gegnerstufe so einstellen, dass die circa derselben, also der eigenen Stufe angepasst ist. Ja, hier habe ich noch weiter gesammelt. Hier diesen Elefanten, den habe ich noch nicht. Weil ich glaube, das war mir doch ein bisschen zu heftig. Diese Kriegselefanten sollen wohl sehr schwer sein. So, dann bin ich nochmal hier rüber. Habe hier den Schatz geholt. Hier diese Festung eingenommen. Hier unten war ich noch nicht weiter. Bin dann aber weiter nochmal hier hoch. Hab dann hier noch weitergemacht, bin hier rüber gewechselt, hab hier noch eingesammelt, hier die Statue zerstört, hier die Anlage gemacht. Ja. Und dann bin ich wieder zurück nach Krokopolis und zwar hier über diese Schnellreise. Und da hat er gleich eine Szene eingespielt. Die konnte ich jetzt nicht aufnehmen. Und ich glaube, diese gehört zu diesem Sobek-Quest. Wenn wir dann nochmal dahin kommen, dann spiele ich die Szene einfach vorher nochmal ein. Ja, und jetzt versuchen wir mal weiter hier in Krokopolis dem Krokodil auf die Spur zu kommen. Und ich werde, ich habe das ja auch schon mal angesprochen, dass ich immer erstmal jetzt aktuell die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Das Tumor. Dass ich immer erstmal versuchen werde, ein Quest anzunehmen und das gleich zu machen und dann das nächste Quest annehmen und das dann zu machen. Nicht, dass unser Questlog so ewig groß wird. Entschuldigung. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Ja, die Gladiatoren. Wer sind die Gladiatoren, die hinter Shadjas Tod stecken? Also, die haben aus dem Tempel eine Arena gemacht. Diovicus. Die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Okay. Hey, Neb. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Götter. Ha. Wenn das Götter sind. Kann ich den irgendwie... Ich kletter mal auf den Gott.
Na, du Gott. Ja, ja, dich werde ich schon mal in deine Schranken weisen. Herr, wir brauchen mehr Kämpfer. Die sterben alle erschreckend schnell. Oh, siehst du? Keine Götter. Dann finde Kämpfer, die auch kämpfen können. Felix. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Map was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also. Okay. Die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Das ist die Frage. Irgendwo war ja noch eine Markierung. Hier, die kann weg. Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Mhm. Vielleicht kenne ich sie ja. Da gucken wir mal hin. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Und dann habe ich noch bei der vielen Metzelei was rausgefunden. Eine Fähigkeit nochmal, die wir halt noch nie benutzt haben, aber nur geskillt. RT gedrückt halten. Dann lädt der sich auf. Und dann habe ich so einen Doppelschlag, wenn ich loslasse. Und das sind viele Gegner schon mal schnell weg. Und zwar gucken wir mal rein, welche Fähigkeit das denn sein kann. Mit dem Doppelschlag. Nee. Nicht. Auch nicht. Vielleicht ist das gar keine Fähigkeit. Ach doch, hier. Halte RT gedrückt, um den schweren Angriff aufzuladen. Boah, das haben wir schon so lange. Ein voll aufgeladener schwerer Angriff zerbricht Turmschilde und wirft... Oh, und Turmschilde kann ich damit auch kaputt machen. Ach, haben wir das schon so lange und haben uns so schwer getan. Naja. Na, wer lesen kann und das dann auch noch umsetzt. Boah, unglaublich. Also wer das kann... Und eventuell habe ich auch noch was rausgefunden. Da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob es auch wirklich funktioniert. Wenn ich schwimme, dann kommen ja manchmal so schnell die Boote an. Gucken wir mal, was das ist. Und vielleicht kann man die auch rufen. So ähnlich wie mit dem Pferd. Aber das muss ich erst noch eruieren. Was hast du denn hier noch? Komm, zeig's mir mal. Ja, Schätze, ist klar. 100 Meter, ja. Wo ist denn die Gladiatorin aus Siva? Oh, da kommt er rüber, einfach so. Und hier durch auch? Nee, da durch kann man natürlich nicht. Aber ich komme hier durch. Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Na, gucken wir nochmal hier. Ne, ich meine hier wollte ich. Ah, Freunde. Wir holen uns erstmal den Schätzekind. So, jetzt laden wir mal den auf. Und jetzt. Halt! Ja. Das war's. Stirb! Also der Schlag ist total cool. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Erstmal plündern. Mal gucken, ob das hier auch geht. Ja, da geht das auch. Ja, und jetzt ist der mit seinem Schild ein wenig ungeschützt gewesen. Also das ist cool. Ja.
Ja, ein Level-Up hat man natürlich auch wieder, als ich gespielt habe. Und massig Rüstungen, Waffen und Bögen habe ich eingesammelt und verkauft und aufgewertet. Achso, ein Phylakes habe ich auch noch fertig gemacht. Insgesamt gab es drei sogar. Also da war ein legendärer Bogen, den habe ich gefunden. Den Amotep, den habe ich den mal gelevelt, ja. Und den wollte ich mal ausprobieren. Nee, das ist der Brennen. Ich wollte den mal wieder ausprobieren, den Amotep. Mal sehen, den habe ich auf 36 gebracht. Und der hier ist noch auf 34. Dann gab es hier noch eine legendäre Waffe. Die Kupferkeule. Die blende ich mal aus. Und dann haben wir noch bekommen eine legendäre schwere Klingenwaffe. Den Schädelspalter. Die blende ich auch mal aus. So. Ein Papyrus gab es auch wieder, den ich irgendwo gefunden hatte. Und hier ein Krokopolis da. Haben wir ja auch noch ein Papyrus. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Gladiatoren an. Bald? Mein Freund! Mein Bruder! Oh! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Aber komm, lass uns reden und trinken. Eine dreckige Lache. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen nah, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Hoho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut. Das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Das wird gut. Jetzt können wir die Arena betreten mit Kenza. Pferdchen, hopp, hopp, hopp. Bringt mich schnell zur Arena. Im Galopp, lopp, lopp. Ah ja, ja, klappt's wieder nicht. Oh, halt, ich könnte vielleicht mal die Straße folgen. Ach, Straße folgen, nicht verfügbar. Na los, komm, wir schaffen das auch so hier mal quer durch. Nicht so einfach, hier durchzukommen. Gut, dann steigen wir hier mal ab. Na? Ich sollte dem nachgehen. Guck mal erstmal, wo das ist, Fix. Oh, gleich hier. Da war ich doch gerade. Ah. Na gut, das machen wir doch mal. Komm, fix das.
Das können wir schon mal nochmal fix machen. Vielleicht kann ich auch. Oh, doch nicht. Ja. Der Hotas ist tot. Na komm. Dann wollen wir ihn mal rächen. Den Echo Witch. Gerecht. Vielleicht kann ich da auch gleich ein bisschen hinreisen zu der Arena. Wo ist denn? Achso, ich muss das Quest, das wir auswählen, wa? Na, zeig mal her. Mr. Arena. Ah, hier ist die. Ne, der kann ich nicht hinreisen. Den Schatz, aber wir könnten auch erstmal da den Turm holen. Was hältst du davon, hä? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier kann man vielleicht auch mit dem Tier. Ja, komm. Das, na, kommst du mal? Wo hängst du denn wieder fest? Da unten. Na, da muss ich noch ein Stück weggehen. So, wie sieht's jetzt aus? Na, komm doch mal hierher. Warum das immer in den Graben springt? Sag mal. Wo ist denn jetzt der Turm, die Turmmarkierung? Ach, da hinten. Oh, wo das Tier überall hängt. Mann, wie soll ich dich denn hier rausholen? Kannst du nicht hier hoch? Oh ja, kannst du. Okay, jetzt scheint die Spur aufgenommen worden zu sein. Okay, dann holen wir fix den Turm. Und dann geht's zur Arena. Da gab's früher mal ein schönes Browserspiel. Die Arena. Aber das gibt's leider nicht mehr. Okay. Hinauf mit ihr. Na komm, stell dich nicht so an. Lass dich nicht wieder so... Na, kletter mal hoch hier, die Schiffsmast. Na, willst du nicht noch ein Stück höher? Du willst doch, ich merk's. Bis hinauf. Ist da noch ein Papyrus oder habe ich den schon geholt? Halt. Hier. Cool, ein Papyrus. Nee, hier. Halt. Da ist er. Na, den holen wir doch glatt. Nachdem wir hier mal die Synchro angeschmissen haben. Synchronisation beendet. Dann lass uns mal gucken. Und das, obwohl ich gedrückt gehalten habe, aber der ist wahrscheinlich so ungünstig gefallen. Oder aber es war einfach zu hoch. Ja, also scheinbar kann er sich nicht von jeder Höhe abseilen, oder? Schade. Ich gehe zum Saragina-Lager, mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Da sind wir leider gestorben. Gucken wir nochmal. Jetzt hier. Da. Das Papyri liegt. Irgendwo oben. Na, dann klettern wir mal. 30 Meter. Entdeckt haben wir es schon, ne? Ja. Hier um die Ecke liegt's. Sehr großartig. Wie kommen wir denn da rein? Und
Nur, komm mal hoch. Okay, da in der Ecke. Subek's Wut, östlich von Krokopolis. Südlich der eingestürzten Pyramide starrt ein riesiges Götterbiest wütend einen Pharao an, der ihm keinen Respekt zollt. Ich verstecke mich hinter dem Kopf des Frevlers. Und da haben wir noch eins, was... die Quadrane, irgendwo stand noch Krokopolis, das Wrack. Hier, südöstlich von Krokopolis. Wo ist das? Herakleopolitis. Und dann haben wir noch ein... Zwei Papyri haben wir hier. Coole Sache. Ah, das hat auch wieder nicht funktioniert. Also man braucht unten wirklich zum Abrollen Platz. Ansonsten stirbt man oder verliert viel Leben. Segne mein Kind, Dua Sobek, Herr des sprudelnden Wassers. Segne mein ungeborenes Kind. Gib ihm eine Haut so hell wie die seines Vaters. Nicht wie die meine, Dua Sobek. Ich bringe dir wöchentliche Opfer dar und opfere mein Leben, wenn es dein Wunsch ist. Was immer du von mir verlangst, werde ich tun, denn ein hellhäutigeres Kind erwartet ein besseres Leben. Na gut. Hier ist scheinbar nichts weiter. Dann jetzt auf zur Arena. Aber flott. Ja, komm schon. Halt! Bleib stehen! Was? Wo denn? Quatsch. Niemand will, dass ich hier stehen bleibe. Mal sehen, ob wir die Arena-Kämpfe überstehen werden. Los! Kenza! Wow. Betreten wir die Arena. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenza für dich bürgen kann? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Warten die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut und reichlich Innerei. Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wider Erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre. Und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenza kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her.
Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempen. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Oh. Mist, ich wollte erstmal. Nicht schlecht, alter Mann! Und Schauspiel. Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Ich dachte, ich hätte dich. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Ich wollte sie nicht verletzen. Das ist das Pakt, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Oh ja, das war der Rothaarige. Und? Oh, ich wollte... Ey, ich wollte die Rüstung wechseln. Geht das nicht? Oh, schade. Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Keine Sorge, die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Haha. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho, das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Ach, und wir haben die Rüstung, die er uns gegeben hat. Was ist mit ihm? Du bist Horus, nicht wahr? Felix sagte, du wärst der Ausbilder hier. Nicht freiwillig. Die gallischen Brüder verletzten mich am Kopf. Sie hätten mich getötet, wäre Felix nicht eingeschritten. Was kannst du mir über sie sagen? Du willst nicht gegen sie kämpfen. Sie sind stark und schnell und sie töten gern. Für sie ist das Spaß, Sport. Mhm. Na los, aber ich will unbedingt unsere schöne Rüstung anziehen. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Nein, das versuchen wir nicht. Und jetzt, warum komme ich denn nicht da rein? Und hier komme ich auch nicht rein. Nee. Schade. Komme ich jetzt rein? Unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück. Oh, gut, geht. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko.
Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Bayek. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Okay. Funktioniert ganz gut. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Die Waffe geht schon. Was, bist du weggerannt? Was willst du denn hier? Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Mist. Mann. Ich muss erst mal ein bisschen weg hier. Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Okay, jetzt können wir immer noch nicht. So, wir beenden ja erstmal die aktuelle Folge und in der nächsten Folge geht's dann weiter in der Arena. Und hoffentlich können wir dann mal... Wer bist du denn? Ein imposanter Einstand, Sivana. Ich bin ein wenig neidisch. Ich muss schnell mehr Geld verdienen. Ich habe gehört, es gäbe Aufträge außerhalb der Arena. Dir bleibt auch nichts verborgen, mein Freund. Wir sollten nicht darüber reden. Aber von Zeit zu Zeit ergeben sich Gelegenheiten. Ich glaube, ich habe mich nun selbst als würdig erwiesen. Kennst du auch die Auftraggeber? Es gibt einen Grund, warum diese Leute im Schatten bleiben. Niemand kennt ihre Identität. Hör auf meinen Rat. Wenn du das Glück hast, ausgewählt zu werden, dann tu, was man verlangt und freu dich über den Lohn. Naja. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, wenn wir hier weiter die Arena aufmischen. Dankeschön und tschüss.